Der Oberösterreichische Landtag. Hier wird Landespolitik gemacht und ganz gerne richtet man der Bundesregierung in Wien den einen oder anderen Wunsch aus. Etwa den, man möge sich doch Deutschland als Vorbild nehmen und statt Bargeld Asylwerbern eine Bezahlkarte zur Verfügung stellen. Wir fordern die Einführung einer Bezahlkarte für Asylwerber, damit Sozialmissbrauch verhindert wird, damit Sozialleistungen nicht mehr ins Herkunftsland überwiesen werden können oder gar Schlepper bezahlt werden. Und genau diese Karte soll nach deutschem Vorbild jetzt auch in Österreich eingeführt werden. Das, was ÖVP und FPÖ jetzt mittels Resolution an den Bund schicken wollen, das sehen wir in der Form einfach unausgereift. Es ist auch unnötig, den Landtag hiermit zu beschäftigen. Auf Bundesebene werden diese Dinge ohne dies diskutiert und dort gehört das auch hin. Doch Schwarz-Blau glaubt durchaus gute Gründe, für die Karte statt Bargeld zu haben. Wir sind für eine Bezahlkarte, weil wir wissen, dass sehr viel Geld in diese Länder rücküberwiesen wird. Das ist nicht Sinn und Zweck. Das Geld soll hier verwendet werden und dem möchten wir einen Riegel vorschieben. Wenn man in der Grundversorgung ist, als erwachsene Person, kriegt man im Monat rund 230 Euro. Da kann man sich jetzt selber dann ausrechnen, wie viel Geld wirklich überbleibt und wie viel man dann noch verschicken kann. Es gibt auch keine Evidenz von Expertinnen, die sagen, dass das wirklich nachgewiesen ist. Was nicht funktioniert, ist zu behaupten, dass die Grundversorgungsleistungen so generös wären, dass man hiermit quasi die ganze Familie auch im Heimatland noch miternähren könnte. Die Neos lehnen die Karte nicht gänzlich ab, stellen allerdings fest. Wir haben schon derzeit großteils Sachleistungen und nur ganz wenige Geldleistungen. Wenn es effizienter ist, das weiter zu betreiben, dann kann man sich das natürlich anschauen. Aber ein migrationspolitisches Instrument ist das gar nicht. Bei der FPÖ sieht man vor allem das Innenministerium in der Pflicht. Es werde einfach zu wenig abgeschoben. Wir haben aber nur im Jahr 23 zum Beispiel 9 Afghanen und 25 Syrer abgeschoben. Und seit 2015 haben wir insgesamt 22 Milliarden Euro für dieses Thema ausgegeben. Das ist eindeutig zu viel. Es müsse jedenfalls eine einheitliche Regelung her, verlangt man von Seiten der Grünen. Ich bin gespannt, wie es wirklich umgesetzt wird, vor allem weil es auch darum geht, dass wir eine bundesländerübergreifende Einigung gibt, also dass quasi das in allen Bundesländern gleich ausschaut. Derzeit gibt es ja da sehr viele unterschiedliche Positionen. Das einzige Land, wo man sieht, dass es gut funktioniert, ist zum Beispiel in Tirol. Und genau da setzt Oberösterreichs Soziallandesrat an. Wir fordern jetzt bundesweit die Einführung der Bezahlkarte. Sollte das nicht kommen, schließe ich nicht einen Alleingang Oberösterreichs aus. Eine entsprechende Mehrheit dazu hätte jedenfalls die schwarz-blaue Koalition in Oberösterreich.